Nehmen den Typen, der den hier ungut ist. Das werde ich bitte bereuen, ich weiß es. Wo ist der... Na egal. Und ich begrüße euch zum letzten Part. Weiter Verwirrung 7 kommt jetzt. Ober-Unter. Und ja, für die, die es nicht im Titel gelesen haben. Willkommen zurück zu Let's Play Luftschiff-Attacke. Und wir sind fast mit dem Wald fertig, wie gesagt. Und im letzten Part haben wir bereits den epischen Sumpf gesehen. Eins der auch mit epischsten Level des Spiels, wie ich finde. Und das ist ein mit der unnötigsten Treffer des Let's Plays. So wie alle eigentlich, wie ich immer schön zu sagen pflege. Wenn ich da jetzt gestorben wäre, das wäre das Highlight schlechthin gewesen. Naja, egal. So, gehen wir jetzt so weiter. Hier könnten wir nach unten, aber ich will noch gar nicht nach unten. Ich will noch schauen, was hier ist. Vielleicht ist hier sogar ein Pilz. Das wäre episch. Na, bis jetzt ist hier gar nichts aus einem Scheißschutter. Ah, aber hier haben wir einen Pilz, den ich haben wollte. Und Münzen. Gut, dann geht's jetzt nach unten. Nimm den Powerblock. Achtung, da kommt jetzt wahrscheinlich gleich ein Geschoss angeflogen. Oder auch nicht, denn der Typ ist tot, dank meinem Powerblock. Oh, wieder eine Erklärung. Och, ernsthaft. Warte, nach unten. Ja. Moment, was stand da unten? Bitte diesen Tipp merken für den Spiel. Ja, gut. Das ist mir schon klar. Da braucht man ja sowieso. Den Trick verstehen die meisten Leute leider nicht, deshalb... Ja, es ist sehr wichtig, dass man sich den merkt oder eben immer wieder extra aufschreibt für diese Leute. Ah, okay, hier kommen gar keine Sprengbahnwände mehr. Gut, dann halt nicht. Oh, Double Kill, schön. Ah, okay. Nichts weiter. Das ist natürlich auch wieder eine Hommage an eins der SMB2-Level, die es gab. Gab es ja auch eins, wo man oben oder unten lang konnte. Ich weiß bloß jetzt nicht welches, genau. Ah, sogar ein One-Up. Schön. Ach ja, so viele Gegenstände, die man als Custom-Graphic einfügen muss, obwohl sie eigentlich hätten als Gegenstände auftauchen können. Aber nein, Nintendo musste ja alles versuchen. Es ist, wie es ist. Und es gibt ja immer noch Grafikdesigner, die versuchen, das Beste draus zu machen. SMBX wurde ja kurzzeitig weitergeführt. Das Update wurde allerdings dann auch wieder zunichte gemacht, glaube ich. Beziehungsweise man führt es immer noch nicht wirklich weiter. Und außer ein paar Bugfixes und sonstigen Kram und neuem Intro gab es da jetzt eigentlich auch nichts dran, groß dran. Ich meine, ich finde es überhaupt schön, dass es jemand geschafft hat, irgendwie da was einzufügen, aber ja. Ich wie auch immer. Wirklich spektakulär an das Update 1.4. Das habe ich ja mal mir angeschaut, was da hätte kommen sollen. Kommt eigentlich überhaupt nichts ran. Weil da... Oh Gott, das wäre so geil gewesen. Ich glaube, da hätte es sogar ein Zeitlimit gegeben. Weil wenn ihr euch mal vorstellt, SMBX, da hat man ja für die Level unendlich Zeit. Da hätte es dann eben ein Zeitlimit gegeben. Naja. Lässt sich jetzt auch nichts dran ändern. Hallo, Birdo. So sieht man sich wieder. Ja, danke für den Gigalag. Ich habe verdammt viel Glück gehabt, dass ich keinen Schaden genommen habe. Ich weiß auch nicht, nach zwei oder drei Aufnahmen immer gehen die Lags los. So auch immer. Und dann stand über die Stacheln was drüber zu platzieren, dass da einfach die Stacheln verschwinden. Auch nett. Ah, Castle. Mausers Turm. Und dann müsste das Airship kommen. Aber ich weiß nicht. Ich habe gar kein Airship im Airship. Airship, genau. Airship in Erinnerung. In der Welt. Wen hatten wir überhaupt schon als? Larry hatten wir. Wir hatten Morton. Wendy hatten wir. Das war das. Nee, Schnellschussluftschiff hatte den Custom-Boss, diesen Maulwurf-Typ wieder. Wendy kam nach der Brückenwelt, genau. Nachdem Lemmy und
Larry, nein, Iggy Schloss war's. Dann in der Wasserwelt kam Iggy, sind noch drei, nämlich Roy, Lemmy und Ludwig. Ja. Wann Roy kommt, weiß ich. Wann Ludwig kommt, weiß ich auch. Sprich, ja, tatsächlich. Wenn ich es richtig rechne und ich alle Welten noch im Kopf habe, hat diese Waldwelt kein Luftschiff. Lol. Was mir auch gerade auffällt, das ist ein Castle-Level. Bis jetzt ist von einem Castle null zu sehen. Aber okay. Ja, schön Double Kill. Oh Gott. Bombenspielchen oder was? Ja. Und Epsasa. Rein da. Gut, dann wären wir im Castle angelangt, würde ich sagen. Ich gehe erstmal oben lang. Oben sind ja meistens die Schlüsselsachen und alles und unten dann die verschlossene Tür. Deshalb schauen wir mal. Schade, ich habe gedacht, ich könnte... Na, obwohl, nee. Geht irgendwie nicht. Echt nicht? Das muss doch gehen. Erzähl mir nichts. Dann halt nicht. Dann bauen wir uns einen Turm. Oh mein Gott, war das schwer. Ich weiß, warum ich das nicht gleich gemacht habe. Keine Ahnung. Ich experimentiere. Oder ich bin kreativ. Innovativ. Nein, innovativ ist was anderes. Oder ist mit kreativ gleichzustellen. Ich weiß es nicht. So gut kenne ich mich auch wieder nicht aus, ja. Das ist irgendwie ein Abendzirkus, ich weiß. Schlüssel. Oh, bin ich glücklich, dass es nicht diese verdammten lebenden Masken in dem Spiel gibt. Ich habe den SMB2 so gehasst. Das war einfach nur blöd, ey. Die Idee hatte, die einzubauen. Okay, tschüss, Gemüse. Gehen wir weiter nach unten. Ah, da ist die Tür. Nice. Ja, nettes Mauserkassel. Los. Bis jetzt. Na, was heißt bis jetzt? Ach, ich weiß gar nicht, worauf ich eigentlich hinaus wollte, beziehungsweise anspielen wollte. Ist ja eigentlich auch wurscht. Verpiss dich. Wetten, irgendwo ist eine Bombe drin. Wow. Sogar sozial. Und wir sind da, würde ich sagen. Einfach mal so ganz spontan tippen, ne? Ja. Hallo auch, Arschgesicht. Oh, ich könnte ihn sogar mit dem Blitz bewerfen. Darauf habe ich aber jetzt keinen Bock. Ah. Zerbombt doch einfach alles. Schon drei Treffer. Ich finde den Boss sowieso immer noch mit einem der einfachsten. Und tschüss. Nicht dein Ernst, dass es jetzt weitergeht. Ach, das ist der Ausgang. Ja. Zum Bergweg langt. Was habe ich gesagt? Es gibt kein Luftschiff. Ja. Dafür geht's jetzt weiter mit der Bergwelt. Nummer 1. Okay. Das ist jetzt... Ah, natürlich, ja, ja. Ich erinnere mich wieder. Oh, sieht die Piranha-Pflanze cool aus. Ich finde die Bergwelt auch viel cooler als die in neuer Super Mario World. Wenn ich sie richtig in Erinnerung habe. Ja, klar. Oh, die hatte so viele coole Level hier. Richtig coole Level sogar. Geht auch richtig episch los, die Bergwelt hier. Normalerweise bin ich immer sehr kritisch, was Bergwelten angeht, aber die hier war episch, das weiß ich noch. Ach komm, nimm eine Eisblume mit. Wenn du schon so angeboten kriegst. So. Schauen wir mal. Whips. Zack. Oh, was machst du? Wunderschön. Und, ja, ich wusste doch. Ich hatte das
den Teil habe ich noch in Erinnerung, weil ich den irgendwie am epischsten fand oder da lang gehangen bin. Ich weiß es nicht mehr. Aber den mit der Plattform habe ich noch in Erinnerung. Ja, der war geil. Ach ja, das Level ist cool. Vor allem wegen der Custom Graphic, wegen dem Boden da. Finde ich, ist das Level gleich noch viel epischer. So. Checkpoint und... Ah, jetzt geht's im Untergrund weiter. Ich finde dieses Blau im Hintergrund zwar verdammt nochmal so grell und es tut auch so verdammt weh in den Augen, finde ich jetzt. Aber irgendwo ist es cool. Kommt da was raus? Nö. Dann halt nicht. Ach, da kam vielleicht mal was raus, aber ich habe es versehentlich getötet mit dem Eisblock. Umso besser eigentlich, ne? Aber egal. Wow, 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 wow. Der Eiertreffer war abzusehen. Verschwinde du. Alter, was geht jetzt ab? Rüber da. Und was hast denn du mit Lakitu, ey? Schon wieder der Typ, ey. Boah, Alter, pass auf. Aber das ist... Ah, der SMW Lakitu, weil der keine Spinies abwirft. Also er wirft schon Spinies ab, aber nur Spiny-Eier, die dann zu normalen Schachis werden, sobald sie auf dem Boden aufkommen. Die anderen grünen Viecher sind ja Spinies, die einen verfolgen. Und da der auch nicht dieses Wing macht, wenn er die rauswirft, zeigt sich dadurch, dass das nicht der SMB3 Lakitu ist, sondern der von SMW, der halt darauf eingestellt ist, dieses Spinies abzuwerfen. Und ich habe kein Item. Begebe mich weiter in die nächste Welt. Super. Bergwegland 2, Springwald. Oh ja! Ja! Oh ja, 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 ja. Ich dachte eigentlich, das Level came in der Waldwelt vor, aber nein, natürlich, das war die Bergwelt. Und ich finde dieses Level episch. So, das sind Notenblöcke. Allerdings werdet ihr sehen. Na egal, ihr werdet sehen. Aber ich finde das Level einfach so episch. Vor allem wegen der Atmo, weil dieser komische Herbst-Hintergrund irgendwie so perfekt zu der Musik aus A Link to the Past passt. Wieso auch immer. Ich finde einfach, das passt irgendwie so total gut. Und ich feiere dieses Level einfach so verdammt nochmal ab. Stopp. Achtung. Achtung, wieso? Ah, achso. Ah, sogar Bonus. Bonus. Ah, ich hab die Feuerblume gerade so nötig. Nice. Einfach nice. So, jetzt kommt auch irgendwann Checkpoint, glaube ich. Ne? Ja, und jetzt kommt was Neues hinzu. Da ist nämlich jetzt, zeigt das Schild, eine Plattform mit nur einem Fall. Und das sind die Trampoline. Yay! Und Trampoline Action. Für die Blöcke episch. Bling. Bling. Ah, wie geil. Hä, wieso kann der da drauf laufen? Und springt nicht. Cheater! Cheater! Ah, die Zielschlange nicht getroffen, aber egal. Und weiter geht's mit Level 3, das sogar ein Secret Exit hat. Linienfahrt. Okay. Oh nein. Das war böse. Das war nämlich wieder so ein Level, wo man die Wege fünffach einstellen kann. Und das so ewig lang war, das Level vor allem. Und ja. Naja. Okay. Genau sowas. Und gleich mal den falschen Weg gewählt. Schön. Ich will oben lang.
Und war das gut? Suboptimal. Absolut suboptimal, sag ich mal. Denn da oben war einfach mal gar nichts, außer der Tod. Okay. Schön. Oh, ein Pilz. Schönen Dank auch, dass ich da nicht rankomme. Oben. Und? Das war gut, Fragezeichen? Ja, mehr oder weniger. Ich weiß auch, dass der Secret Exit... oder? Keine Ahnung. Ich fahre wie immer oben lang. Oben ist immer gut. Oder auch nicht eigentlich in dem Fall. Kann sein, dass ich mir das ein... Nein. Geht schon noch ein Stückchen. Oh, lass die Bullet Bills. Lass die Bullet Bills, habe ich gesagt. Oh, Ende. Ende Gelände. Und hier, glaube ich, hochfliegen, oder? Tatsache. Secret Exit gefunden. Wie mies. Einfach oben hier ein Secret Exit platziert. Hatte ich sogar recht. Oh! Sternenwelt! Nächstes Level. Stachelfisch. Oh oh. Oh 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 oh. Porcupuffers. Ja, danke fürs Gespräch. Nein. Wieso? Warum die Viecher? Oh, Mann. Oh, ja klar, da unten eine Ace-Coin. Hä, was? Die sind immun gegen Feuerbälle. Ja, nee, ist klar. Wieso kriege ich eine Feuerblume, wenn die dagegen immun sind? Aber gegen Cooper-Panzer doch wohl hoffentlich nicht, oder? Oder? Sind die so overpowered? Haben sie echt drauf. Aber das Level war jetzt nicht so schwer. Solange man immer ziemlich weit oben bleibt, denken die nicht mal daran anzugreifen. Das ist eben der Vorteil, den man hat. Die Musik klingt sehr stark nach Kirby und ist wahrscheinlich auch aus Kirby. Wäre zumindest die einzige Musik, die so dudelt in meinen Ohren. Das ist Wunderart, sage ich mal. Weil Mario Musik halt überhaupt nicht dudelig ist, ne? Nee. Okay, okay, okay. Wow. Chill. Yes! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Warum habe ich das gemacht? Schnell wieder rüber hier. Die vierte Ace Coin. Noch eine fehlt. Das ist die hier und wir haben's. Yes. Und tschüss. Oh. Da ist sogar noch ein Block. Mit einer Feuerblume. Nice. Das Level müsste allerdings gleich zu Ende sein, oder? Nö, kein Bock. Wozu denn auch? Er braucht schon Levelende. Ne? Ist klar. Oh. Oh. Alter. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ganz gut. Sehr gut. Nice. Da unten ist eine Ace-Coin. Leck mich, ich habe bereits 5. Haben wir wieder eine zu viel platziert, Boss Lit. Na egal. Auf das 2 ab. Hack ich mal. Sag ich mal. Und bin froh, dass ich das Level geschafft habe. Gut. Drittes Level der Sternwelt geschafft. Zurück ins Bergwegland. Gut, mache ich noch den Normal Exit von dem Level. Aber dann war's das für diesen Part, ne, liebe Leute? So ist ja nicht. Also, schauen wir, dass wir hier noch den normalen Exit irgendwie hinkriegen. Und dann ist gut. Nehmen den Typen, der den hier und gut ist. Das werde ich bitte bereuen, ich weiß es.
müsste... Na, egal. Okay. Man kann festhalten, das Level überfliegen kann man nicht. Und wir haben noch nur 90 Leben, wie ich gerade auch sehe. Nice. Dann haben wir das auch geschafft. Gut, fahren wir halt. Ist mir doch wurscht. Wir fahren unten lang. Fahr ich mal so weit wie unten überhaupt nur möglich. Okay. Schon wieder sowas suboptimales. Jetzt wirklich. So, und hier bin ich irgendwo verreckt, ne? So mehr oder weniger. Halt nee, ich will ja oben lang. Wegen dem Blatt, ne? So. Und weiter. Das Problem ist bloß, das Level war, glaube ich, nach dem Checkpoint immer noch ewig nicht vorbei. Das ging noch eine ganze Ewigkeit so. So. Jetzt kommt gleich wieder der Cooper, ne? Ja. Nehme ich mal den Panzer mit. So. Na, ich wollte eigentlich die Bullet Bill Skin, ist aber auch wurscht, ne? Achso, ich kann das Level. Ja, ich kann es gar nicht überfliegen, weil spätestens hier muss ich ja den blauen Schalter aktivieren. Wohl nee, wenn ich ihn am Anfang ja nicht aktiviere, dann. Naja. Wurscht, wir sind durch. Also, weiter geht's. What the fuck? Was war das denn? War zu weit. Oh, das, was noch kommt, war auf jeden Fall auch schwer. Das fällt mir auch gerade wieder ein. Natürlich, warum auch nicht? Gib her den Pilz. So. Plattform kommt zurück. Bitte. Dankeschön. Oh ja, das war so freaking beschissen, was jetzt noch kommt. Oh Gott. Das ist erst der Anfang. Es geht ja noch so weiter. Ja. Oh Gott. Hätte ich das gewusst. Hilfe, Plattform. Dankeschön. Oh. Da lässt es sich treffen. Da lässt es sich eiskalt treffen, dieser Gottverdammte. Roter Ring. Okay. Übertreib's ein bisschen mit den Plattformen. Scheiß auf die roten Münzen, ganz ehrlich. Überleb einfach nur. Bitte. Oh ja. Oh ja, ja, schön. Oh ja, ist das gerade lustig. Oh, ich hab so Fun dabei. Ja, ist das lustig. Alter! Jesus! Oh mein Gott! Ende? Nein, immer noch nicht. Ende? Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Ja, Ende, 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 Ende. Yes! Baby? Puh. Und könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wo wir sind? Nein? Hm, vielleicht erfahrt ihr es ja im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Luftschiffattacke. Tschüss.